Ahoi Kameraden und schön, dass wir eingeschaltet haben zu einer weiteren Folge U-Boat hier bei den Junkie Monkeys. Ich bin der Midway und wir sind gerade auf dem Weg Richtung Nordamerika. Wir sollen dann nämlich eine Wetterstation installieren und das ist unser Ziel. Wir sind, ich gerade mal so ein bisschen raus aus La Rochelle. In der letzten Folge haben wir viel gepackt von unser U-Boot und ich sehe gerade die Nachricht, dass wir Kondensstreifen am Himmel sehen. Deswegen werden wir da jetzt erstmal ganz schnell gucken, dass wir mal schnell den Luftraum sichern. Vielleicht ist das ja schon was für uns, was wir gleich versenken können. Mal schauen. Wo sind sie denn da hinten? Die sind ja weit weg. Das ist ja nichts Wirkliches. Na, die sehen uns. Sehen die uns? Sehen die uns? Die sehen uns nicht. Die fahren vorbei. Ja, die sehen uns nicht. Aber ziemlich weit draußen, wenn man das so sieht. Dann müsste hier irgendwo vielleicht mit ein bisschen Glück ein Trägerverband sein. Ne? Mal schauen. Wir werden mal weiterfahren. Und gucken, was uns da erwartet. Wir sind natürlich jetzt unterwegs. Ich zeige euch das gleich nochmal. Wir gehen mal auf... Ja, halbe Fahrt. Aber wir machen AK. Wir haben ja da hinten eine Milchkuh geplant. Wir bleiben auf AK, damit wir schnellstmöglich da sind. Wir müssen hier hin und dann die Wetterstation im Labrador installieren. Das ist ein sehr, sehr weiter Weg für uns. Aber das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Wir sind gerade erst so hier im Golf von Biscay, sind wir gerade erst raus. Also es wird noch ein bisschen dauern. Falls ihr natürlich in Zukunft nicht mehr verpassen wollt, was wir bei U-Boot so machen, ne? Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr seid immer auf dem Laufenden. Okay. Wir werden jetzt erstmal Lisghetto wieder zur Kursbestimmung schicken. Und dann werden wir die ganze Kiste mal ein bisschen beschleunigen, dass wir hier mal ein bisschen schneller vorankommen. Ne? Melde mich zum Dienst. So, und dann machen wir auch gleich wieder einen Schichtwechsel. Zu Befehl. Zu Befehl. Und du gehst bitte an die Dieselmotoren und du gehst bitte in die Ruhepause. Lisghetto könnte eigentlich auch pennen gehen. Kurs ist gut bestimmt, da machen wir uns keine Gedanken. Und weiter geht's. Ja, das wird eine lange Fahrt. Zeit für eine Pause. Oh, jetzt haben wir gepennt. Keine Seewache auf Brücke. So müde. So. Pershing ist auch zusammengebrochen. Er tut immer so, als ob er erschöpft ist, aber wir wissen alle, dass er nur ein Simulant ist. So, weiter geht's. So müde. Melde mich zum Dienst. Oh, Sichtkontakt. Was haben wir denn? Oh. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Alarm tauchen. Schnell runter, 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 runter. Ah, haben wir hier so einen kleinen Konvoi entdeckt? Das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. So, aber ganz schnell runter. Mädels, ganz schnell runter. Herr Kaloy. So, Marv, komm mal raus aus der Gruje. Du kriegst mal schnell zwei Tassen Kaffee. Vielleicht haben wir da gleich nochmal Spaß an der Kiste. Melde mich zum Dienst. Und dann mal ganz schnell gucken, was unsere Aale sagen hier. Sehr wohl, Herr. Heiz die mal auf. Boah, die sehen uns gleich. Jetzt geht runter. Boah, das war knapp. Das war knapp. Das war ganz schön knapp. So, Burago, geh mal ans Funkgerät. Da werden wir gleich erstmal Meldung machen. Dass wir hier was entdeckt haben. Lisghetto, an die Kursbestimmung. Du hast gleich die nächste Aufgabe. So, einmal abschicken den Funkbericht. Midway, du kannst wieder in die Ruhepause gehen. Opa bleibt an der Beobachtung. Da werden wir uns doch mal ranpirschen. So ein Konvoi, den sieht man selten. Ja, was heißt selten? Eigentlich sehen wir die ziemlich oft. Aber wir werden mal gucken, ob wir da irgendwie ein bisschen Freude dran haben werden an den Kollegen. So. Mustermann geht an die Tiefensteuerruderung. Und... Herr Kaloy? Ja. Pershing übernimmt die Elektromotoren.
Und dann fahren wir da mal hin. Mal schauen. So, Burago. Ab an die Akustik. Und dann höre ich mal um, was wir da haben. Und dann fahren wir da mal ein bisschen ran. Kapitän? So, dann gehen wir auch gleich auf blaues Licht. Kreiselkompass aus. Und blaues Licht. Um Sauerstoff zu sparen. Wer weiß, wie lange wir unter Wasser sind. Schubst mich nicht. Jawohl. Und dann werden wir gleich erstmal Jawohl. auf Gefechtsstation gehen. Und eventuell Herr sogar Kalor. nochmal den Schnorchel ausfahren. Zu Befehl. Und dann schauen wir uns das mal an, was wir hier haben. Kurs auf diese So. Koordinaten setzen. Jawohl. Oha, da haben wir schon mal. Ein Zerstörer ist schon mal da. Was haben wir denn hier? Ach, so ein Lütschen, ne? So ein Lütschen haben wir hier. Herr Kaloy. Ermittel den mal. Wir werden da wahrscheinlich gleich mitfahren. Oh, Eilfahrt. E-Maschinen bevorzugt. Und dann würde ich mal sagen, wir fahren mit denen mal mit. Was haben wir hier? Frachter. Und hier haben wir auch einen Frachter. Hier hinten haben wir noch einen Zerstörer. Er weiß, dass er da ist, aber ich kann ihn noch nicht sehen. Und was haben wir hier? Auch so ein kleiner Frachter. Ich denke mal, das wird eine lustige Angelegenheit. Was haben wir hier hinten? Eine kleine Ilse. Da machen wir uns keine Gedanken drum. Wir brauchen Gegner und keine Opfer. So, und dann fahren wir da mal mit. Rechnen den mal aus. So. Torpedo ausrichten. Midway, du gehst bitte auch mal in die Überwachung. Da werden wir uns noch mal was wegholen jetzt hier. Mal einmal hoch. Das Wetter, es wird auch gerade ein bisschen diesiger. Das ist vielleicht ganz angenehm für uns. So ein kleiner Mini-Konvoi hier. Einmal Foto machen, schön festhalten. Man weiß nie, für später. Für nachfolgende Erzählungen. So. Und dann schauen wir mal, dass wir den jetzt mal ausrechnen. Den Zerstörer. Und dann werden wir uns die jetzt gleich nochmal schnell kaschen auf dem Weg. Das ist eine EF-Klasse. Torpedokurs berechnen. ,2 Meter Tiefgang. Kapitän, Herr Kaloy. So, alle vorheizen. Wir haben zu tun jetzt. Öl. Zu Wenn wir den Befehl. nächsten mal vorheizen. Und dann mal schauen, ob wir da jetzt Glück haben. Das könnte lustig werden. Dass wir da mal einen reinhauen. Aber wie gesagt, erstmal müssen wir ein bisschen Kurs auf mitfahren diese mit denen. Koordinaten setzen. Jawohl. So. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Ein bisschen verdächtig, leicht schräg fährt, ja. Da fahren wir mal so mit. Zu Befehl. Und dann holen wir uns den gleich. Den ersten. Und dann mal schauen, was uns da erwartet.
Es läuft eigentlich ganz chillig bis jetzt. So, und dann haben wir auch schon den ersten Kurs. 90%. Wir warten noch einen kleinen Moment. Und dann steuern wir rein. Und zwar so in den Winkel, dass wir den kriegen. Aufpassen, nicht, dass sie uns entdecken. Alle Maschinen, stopp. Jetzt holen wir dich. Und zwar, wir nehmen hier einen... Ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Noch eine? Vermutlich ein Geleitzug. Da unten ist noch. Was ist denn los hier heute? Mensch, Kinder, so kommen wir nie an, da wohin wollen. Okay, wir nehmen den... Den T5 will ich jetzt nicht nehmen. Wir nehmen den T1. Rohr 1, bewässern. Auf 2,5 Meter. Und los. Raus mit der Kiste. Mal gucken, ob er den kriegt. Es könnte ganz gut werden. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. Na? 30 Sekunden. Zehn Sekunden bis einschlagen. Boom. Den haben wir erwischt. Den haben wir erwischt. So, säuft die Kiste ab. Scheiße, der hat nicht gereicht. Der hat nicht gereicht. Okay, kleine Fahrt. Schneller, schneller. Runter auf 100 Meter. Das Ghetto. Schnorchel einziehen. Schnorchel einziehen. Der hat nicht gereicht. Der hat nicht gereicht. Okay. 40, mal gucken, was sie jetzt machen, unsere Freunde. Rohr 1 geladen. Er bleibt aber stehen. Der ist Game Over. Evakuieren tun sie anscheinend noch nicht. Legen Sie den Kurs an. Vielleicht sollten wir einen anderen Kurs einlegen. Um hier wieder wegzukommen, wenn die jetzt suchen. Die EF-Klasse ist auf jeden Fall bewegungsunfähig. Aber die suchen. Die anderen suchen. Alle Maschinen stopp. Legen Sie den Kurs an. Wir werden mal ein bisschen mitfahren. Schneller, schneller! So, und jetzt haben sie sich auch wieder beruhigt. Herr Kaloy. Torpedo ausrichten. Du willst nicht absaufen, ne? Bist du evakuiert? Evakuiert ist er, oder? Die Besatzung versucht gerade, das Schiff zu verlassen. Dann können wir uns den nachher so holen, das ist kein Problem. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder auf 50 Meter. Langsame Fahrt. So, Tiefensteuerruder ist besetzt auf Seerohrtiefe.
Und da haben wir schon unser nächstes Ziel. Torpedokurs berechnen. Erstmal die Kriegsschiffe alle wegklatschen. Torpedo ausrichten. Und dann sehen wir weiter. Jetzt natürlich ein dicker Brummer hier noch. Der ist noch was für zwischendurch, für den kleinen Hunger. Die sind auch unbewaffnet alle anscheinend. So wie das ausschaut. Ja. Die sind unbewaffnet. Aber nicht mit uns. Okay, halbe Fahrt. Schneller, schneller! Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Runter auf kleine Fahrt. Den holen wir uns als nächstes, Kollegen. Den holen wir uns als allernächstes. Sag mal, rechnet ihr den überhaupt aus, ihr Sackratten? Torpedokurs berechnen. Ihr sollt den doch ausrechnen. Torpedo ausrichten. Sonst wird das hier nichts mit uns, Freunde der Nacht. Dann müssen wir Kurs beihalten. Nebenher fahren, damit wir den ausrechnen können. Halbe Fahrt. Sonst verlieren wir die. Und wir wollen die nicht verlieren. Wir wollen die noch versenken hier. Okay, der andere ist evakuiert. So, wir gehen jetzt auf große Fahrt. Geschwindigkeit aufnehmen. Kurs ist ermittelt. Kurs setzen. Bestätigt. Das sieht schon mal ganz gut aus. Okay, was haben wir denn jetzt? Was haben wir denn jetzt hier überhaupt? Das ist eine Ilse. Eine Ilse. Ilse, 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 Ilse. Wo ist sie, die Ilse? Da ist sie doch. 4,3 Meter Tiefgang. Bestätigen. Und dann holen wir uns die gleich. Ne? Wir haben noch nicht mal unser Operationsgebiet erreicht und machen gleich schon erste Erfolge hier. Das ist schon mal sehr gut, das gefällt mir. Ich werde das nochmal kurz nutzen im Moment und werde an meinem Kaffee nippen. Ah, Kaffee. Medizin meines Lebens. So. Okay. Dann würde ich mal sagen... Ah, wir fahren erst nochmal ein bisschen mit. Wir fahren erst nochmal ein bisschen mit. Und dann... Schlagen wir mal ein. Wir schlagen ein. Und dann werden wir uns den nächsten jetzt holen. T1. Magnetzünder. Drei Meter Tiefgang. Nicht 3,53 Meter. Und raus den Kameraden. Die Korvette holen wir uns. So. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Wieder beidrehen. Alles auf dem Weg. Ich hoffe, der passt jetzt auch. Ansonsten werde ich echt böse, Leute. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Rohr 2 geladen. Was denn jetzt los? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Da hat doch wieder einer rummanipuliert. Rohr 2, bewässern. Scheiße, das war jetzt so nicht geplant. Los! Jetzt aber, Leute, der muss jetzt sitzen. Der muss jetzt sitzen. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag.
20 Sekunden. 10 Sekunden bis Einschlag. Der muss sitzen. Los, komm. Ein Fehlschuss haben wir schon. Und? Bumm. Jawohl. Der säuft gleich ab. Da hat keiner Chance zu überleben. Der geht abwärts. Der geht abwärts, der Kollege. So, okay. Dann fahren wir mal mit. Sehr wohl, Herr Kaloy. Hurra! Höhlenbruch, Sie sinken. Rohr 2 geladen. Der da hinten möchte wohl nicht so ganz. Da müssen wir uns vielleicht mal so ranpirschen. Ah, gucken, was der jetzt vorhat. Wir fahren mal in die Richtung. Ei, ei, Herr Kaloy. Das hat doch schon mal was, was wir jetzt hier machen. Dann holen wir uns den jetzt noch. Wir müssen nur aufpassen, dass die uns jetzt nicht entdecken. Ich muss mich ausruhen. Dann machen wir das doch kurz. Genug Aale sind eigentlich aufgeheizt. Frage ist jetzt bloß, wie schnell sind die? Herr Kaloy. Ermittel den mal. Und wir gehen mal auf AK und versuchen da mitzuhalten. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Die haben echt Speed drauf, ne? Okay, bleib mal auf AK. Wir bleiben mal auf AK. Schneller, schneller! Und du, mein Freund, kommst mal schnell runter. Herr Kaloyn, wir müssen mal schnell ein Käffchen zu uns nehmen, um deine Sichtweite ein bisschen zu erhöhen. Und vor allen Dingen, es ist jetzt auch duster geworden mittlerweile. Also werden wir gleich nochmal umschalten mit Leschetto auf Rotlicht. Das könnte uns vielleicht nochmal ein bisschen was bringen. So, Leschetto. Herr Kaloy. Umschalten auf rotes Licht. Umschalten auf rotes Licht. Attacke. Zack, 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 zack. Und dann holen wir uns den Rest. So. Torpedokurs berechnen. Ermittelt. Kapitän. Ermittelt den Kahn. Ausrichten. Wie schnell ist der? Ah, wir haben doch keine Geschwindigkeit. Wie schnell sind die? 11 Knoten. Okay, dann gehen wir mal runter auf große Fahrt. Um Schritt zu halten mit denen. Herr Kaloy. Mustermann, komm mal raus aus der Koje. Du musst mal kurz erstmal unsere Aale inspizieren. Wie das da jetzt aussieht. Alle kalt. Bestätigt. Aufheizen. Zack, zack. Sklave. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Um den Rest kümmert sich dann gleich Leschetto, wenn wir den versenkt haben. Dann tauchen wir auf und fahren da AK ran und versenken den Rest. Das ist der Plan. So. Beschleunigen wir mal. Für die Kursbestimmung. Und...
Wie schaut's aus? 86%. Wir gehen das Risiko jetzt mal ein. Torpedokurs berechnen. Tor 2 bewässern. Jetzt weiß ich gar nicht, wie tief der ist. Herr Kaloy? Was haben wir denn da überhaupt? Floor Class. Was hat der für ein Tiefgang? Hat nicht aufgepasst? Floor Class. 3,5. Bestätigen. Kapitän? Einmal raus, einmal wieder rein. Floor Class, 2,5 Meter. Wir lassen den auf 2. Ja, wir machen mal 3. Und raus mit der Kiste. So, Positionswechsel. Bestätigt. Sehr wohl, Herr Kaloy. Chick, Delan. Was war denn das? Der ist vorher explodiert. Was war das? Leute! Der ist vorher hochgegangen. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Sehr wohl, Herr Kaloy. Scheiße. Jetzt werden die natürlich hellhörig und gucken, wo wir sind. Mal gucken, was die jetzt machen. So eine Scheiße. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Oha. Das nenne ich mal einen richtigen Torpedoversager. Da ist der einfach explodiert, die Sau. Rohr 2 geladen. Ich hoffe, die beruhigen sich jetzt gleich wieder. Alle Maschinen stopp. Kleine Fahrt. Wir bleiben da dran. Wo willst du denn jetzt hin, mein Freund? Oh, ist das nicht dein Ernst, ne? Jetzt fährst du da unten hin, oder was hast du jetzt vor? Okay, jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufholen. Damit wir die noch kriegen. Ausrichten. Aber das kriegen wir hin. Was habt ihr drauf? 11 Knoten, 11 km/h. Da kommen wir ran. Das geht noch alles gut. Also das habe ich jetzt auch noch nicht gehabt. Okay, die entdecken uns gleich. Wir müssen uns jetzt da langsam mal annähern und den kaputt machen. Torpedo ausrichten. Wir werden den jetzt erstmal torpedieren. Und zwar... Wir haben hier einen T5. Wir nehmen jetzt einen T5. 3 Meter Tiefgang. Und... Plus... Und dann nehmen wir für den Dicken hier. Torpedokurs berechnen. Den hauen wir gleich noch mit weg. Dann nehmen wir auch ein T5. Rohr 3 bewässert. Und los. Los! Okay, das war ein Fatz, ne? Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel.
Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Okay. Feindliches Schiff wurde getroffen. Schwere Schäden am Rumpf. Ja. 30 Sekunden. Das bringt mich jetzt aber nicht weiter, meine Freunde. 20 Sekunden. Treffer. Der ist auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall Game Over. Oder auch nicht. Scheiß T5s. Okay, dann müssen wir jetzt gucken, was jetzt passiert hier. Der Zerstörer wird jetzt natürlich abdrehen. Und wird uns suchen. Rohr 4 geladen. Hier setzen wir schon mal einen Wegepunkt. Rohr 3 geladen. So, was hast du jetzt vor? Herr Kaloy? Opa braucht einen Kaffee. Kapitän? Dann holen wir noch mal einen Kaffee für den Opa. Oh, falsche Richtung. Verlaufen in einem U-Boot. Große Fahrt. So zwischen. Jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's endgültig. Ja, das ist der, den wir gerade versenkt haben. So, wir müssen den jetzt kriegen, die Flower Class. Torpedo ausrichten. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Und wir werden die Chance jetzt nutzen. Jetzt oder nie, Männer. Jetzt oder nie. Rohr 1 bewässern. 3 Meter. Rohr 1 bewässern. Und raus die Kiste. So, der muss jetzt sitzen. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 30 Sekunden. Oha, es könnte eng werden. Zehn Sekunden bis Einschlag. Treffer. Gott sei Dank. Schwere Schäden. Runter auf halbe Fahrt. Und der säuft ab. Der säuft ab. Okay, große Fahrt. Der säuft ab. Wir haben sie. Sehr gut. Sehr gut. Sehr schöner Erfolg in dieser Folge. Und deswegen werde ich mich jetzt auch von euch verabschieden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ne? Unser kleiner Konvoi auf dem Weg nach Amerika, den wir entdeckt haben. Wenn ja, lasst mir Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke, wenn ihr in Zukunft nichts mehr von U-Boat verpassen wollt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.